Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Warriors. Im letzten Part haben wir das 11. Kapitel gespielt und ich dachte, dass wir dann jetzt schon mit dem Fire Emblem Fates Abschnitt komplett fertig wären. Aber nee, es kommt anscheinend noch ein bisschen mehr, nämlich hier in Kapitel 12, eine arrangierte Schlacht. Als Hoshidos und Nors Truppen aufeinandertreffen, ist die Situation angespannt. Um einen Kampf zu verhindern, eilen ihre Anführer Rowan und Lyanna aufs Feld, wo sie Ryoma und Sander vorfinden. Okay, sie wollen einen Kampf verhindern. Das haben sie bisher aber nur relativ selten geschafft, weil wir schon tausende Morde begangen haben in den ganzen Schlachten. Aber was soll's. Auf jeden Fall möchte ich, bevor dann gleich starten, noch ein paar Vorkehrungen treffen. Und zwar möchte ich erstmal ganz gerne in den Tempel gehen, ja, und mir neue Sachen kaufen. Wiederbeleben könnte ich jetzt eben auch. Aber genau, ich habe noch keine Charaktere, die gefallen sind. Aber ich könnte die dann eben hier wiederbeleben, tatsächlich, obwohl ich ja im klassischen Modus spiele. Aber ihr habt mir schon geschrieben, dass das anscheinend sehr viel Geld kostet. Ich weiß nicht genau wie viel, aber sehr viel. Und deswegen will ich schon darauf achten, dass meine Charaktere nicht abkratzen. Aber ich möchte wieder einen neuen Segen kaufen. Wir haben jetzt auch neue bekommen, da jetzt hier der Tempel geupgradet wurde, seit dem letzten Mal. Gibt es denn hier auch zum Beispiel einen Item-Stärkungstrank? Ne, gibt es aber, glaube ich, weniger, weil es gibt ja auch keine Items hier. Aber trotzdem, ich will da auf jeden Fall mir mal den nächsten holen. Waffensägen 1 haben wir schon mal getestet. Und dann testen wir jetzt mal Waffensägen 2 aus, würde ich sagen. Und dafür brauche ich ein paar silberne Sachen, von denen ich nicht so viele habe. Hier Magieumhänge habe ich einige. Manchmal trotzdem. So? Ja. An excellent purchase. Yay, und dann dürften wir hoffentlich ganz coole Waffen bekommen im nächsten Kampf. Genau, in Vielmark will ich auch gehen, weil wir haben ja auch wieder ein Meistersiegel erhalten. Und das möchte ich ganz gerne gleich wieder vergeben. Bisher haben ja schon Rowan und auch Chrom eines erhalten. Und ich will am besten das nächste Meistersiegel auch jemandem geben, den ich noch häufiger mal nehmen werde wahrscheinlich. Und da will ich dann am ehesten, glaube ich, einfach Lyanna nehmen, weil halt Lyanna und Rowan die Hauptcharaktere hier sind. Und deswegen macht es doch am meisten Sinn, dann ihr auch noch eins zu geben, oder? Ich finde schon, deswegen ich mache das mal so. Und dann hier machen wir. Ja. Yeah. Und wieder heftige Wertsteigerung. This could be an opportunity for me. Sehr schön. Masterful und auch wieder mehr Zeug. Genau. Ich will auf jeden Fall mal kurz gucken, ob sie jetzt auch neue Kombos schon lernen kann. Kann sie. Das werde ich mal kurz am besten schnell machen. Hier schon 7-mal Y drücken. Masterful. Und das geht noch nicht. Dafür bräuchte ich noch Lyannas Haarnadel und Myrmidonen-Kopfschütze auch noch ein paar. Und ich meine, ich könnte noch weitere Sachen machen für alle Charaktere, aber ich lasse sie erstmal, weil ich jetzt dann gleich starten will. Aber nach dieser Schlacht werde ich dann vielleicht wieder ein bisschen was hier beim Fiebermark machen, dass ich wieder meine Charaktere schön upgraden kann. Aber ich möchte dann erstmal jetzt gleich loslegen mit dem 12. Kapitel. Und es gibt hier nur Annas Andenken, kein Meistersiegel. Und ja, ich würde sagen, wir haben alle Vorkehrungen getroffen. Wir legen da mal los. Gut, Kapitel 12, eine arrangierte Schlacht. Stop right there. What are Norian scum like you doing here? Watch your language, dear. And it seems to me you're the ones who don't belong. Please calm down, both of you. I don't think now's the time to argue. She's right. We aren't even in Hoshida or Nor right now. Even so, do you really expect us to get along with Corrin's kidnappers? Exactly. We know Corrin has been taken by Norian troops. Release her at once. What's this madness? We know Hoshidan troops kidnapped my poor Corrin. I'm not surprised at all that you'd blame us for your own underhanded acts. What did you just say? Hang on. Something isn't right here. Have any of you actually seen Corrin? We haven't seen her, no. Yeah, I haven't seen her either. I haven't seen her, and I can say for sure she wasn't among the forces of Nor. So Corrin isn't actually with Hoshido or with Nor. I don't think anybody is lying. Agreed. And if that really is the case, there's an obvious third option. Someone else, not a Norian or a Hoshidan, must have taken her. If so, maybe they were seeking to pit Hoshido and Nor against each other. Oh no. Then we have to stop those two armies before it's too late. Okay, interessant. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Schlachtfeld haben wir hier, wie ich finde. Mit diesmal auch gelben Einheiten, um Gottes Willen.
Ja, das kenne ich auch schon aus Hyrule Warriors und das war immer ziemlich kompliziert, wie ich finde, wenn es drei Parteien gibt. Wir selber, dann die roten, die bösen Gegner und aber auch noch die gelben, die anderen oder so. Und das wird ziemlich schwierig werden, glaube ich. Aber mal gucken. Ich habe aber viele Einheiten, zwischen denen ich mich entscheiden darf. Hier Cordelia haben wir dabei, Lyanna, Lissa und Lucina und aktuell ausgewählt sind für mich Leo, Camilla, Rowan und auch Elise. So. Wen von denen will ich jetzt kämpfen lassen? Rowan will ich ganz gerne kämpfen lassen, weil ich ganz gerne eben seinen Meistersiegel austesten wollen würde, obwohl ich das auch mit Lyanna machen könnte. Aber trotzdem, ich werde mal Rowan wieder mitnehmen, würde ich sagen, und Lyanna lasse ich dann erstmal nur automatisch spielen. Lucina will ich auch ganz gerne mal wieder mitnehmen, weil wir die auch schon länger nicht mehr gesehen haben. Vor allem, ich will auch dann nochmal noch abchecken, ob ich auch Lucinas Kostüm irgendwie wechseln kann. Aber ich werde mal ganz gerne sie mitkämpfen. Moment, sie möchte ich mitkämpfen lassen. Und zwar, ich tausche ihn mal gegen... Camilla haben wir jetzt immer relativ häufig gesehen, deswegen ich habe mal dann sie rausnehmen. Ja. Und Leo kann ich mal noch drin behalten und anstelle von Elise kann ich vielleicht noch... Cordelia haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Deswegen ich werde mal noch Cordelia mit reinnehmen. Ich meine, ich will halt mal möglichst viel Abwechslung drin haben. Deswegen mache ich das dann mal so, obwohl ich dann aber jetzt keinen Heiler dabei habe, ne? Ah ne, stimmt nicht. Rowan ist ja ein Heiler, quasi. Deswegen, doch, dann machen wir das so. Dann wechsle ich noch, Moment, wechsle ich noch dich aus. Gegen, wen habe ich gesagt? Gegen Cordelia, genau. Gut. So, jetzt will ich noch mal kurz gucken, kann ich von Lucina ihr Kostüm irgendwie wechseln? Geht das? Ja, das kann nämlich sein, dass es vielleicht nur außerhalb der Schlacht geht. Ich weiß nicht, Charakter wählen. Ah ne, guck mal, ich kann auch... Achso, ich kann die auch noch alle mitnehmen. Ich habe so viel Auswahl hier, what? Okay. Nee, dann doch Planänderung. Dann will ich doch andere Charaktere austesten, nämlich welche ich noch gar nicht bisher ausgetestet habe. Okay, dann wie gesagt doch Planänderung. Dann werde ich doch Cordelia rausnehmen und dann stattdessen endlich mal Robin austesten können. Ja. So, und dann anstelle von Leo, den haben wir ja auch schon gesehen, wechsle ich ihn auch mal aus. Und zwar gegen, Takumi haben wir auch noch gar nicht gesehen. Und Sakura habe ich auch noch nie spielen dürfen. Deswegen werde ich die auf jeden Fall auch noch ganz gerne dabei haben. Takumi, ja. Und dann werde ich doch auch Lucina austauschen, weil ich nämlich, glaube ich, das Kostüm von ihr eh nicht wechseln kann, während ich hier in einer Schlacht bin. Das muss ich, glaube ich, außerhalb machen. Und dann werde ich auch sie austauschen eben gegen Sakura. Genau. Und Rowan kann ich ja drin lassen, würde ich sagen. Aber ansonsten passt es, glaube ich, so. Dann kann ich jetzt eben noch Sakura austesten, die wir bisher noch gar nicht ausgetestet haben. Und auch Takumi. Und auch Rowan endlich mal. Genau. Und Rowan habe ich eben auch noch dabei. Und das dürfte dann hoffentlich alles soweit passen. Okay. Jetzt mal kurz gucken, kann ich das nicht doch hier irgendwo machen vielleicht? Ja gut, ich meine, ich habe ja Einstellungen. Da geht es vielleicht sogar doch, oder? Spieleinstellungen? Nee. Steuerung auch nicht, oder? Ist es hier? Nee, glaube ich auch nicht. Ja, vielleicht auch doch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, ob ich das jetzt hier machen könnte, die Kostüme zu wechseln oder nicht. Ich weiß nicht genau. Ich werde es einfach mal dann, würde ich sagen, gleich loslegen. Wird schon hoffentlich irgendwie alles schief gehen. Obwohl ich halt jetzt natürlich wieder ein paar neue Movesets austesten will dann gleich. Wobei wahrscheinlich Takumi und Sakura wieder dasselbe Moveset haben, schätze ich mal, weil beide sind ja Bogenschützen. Und deswegen dürften sie dann, schätze ich mal, dieselben Attacken haben. Aber wir haben noch nie einen Magier, der zu Fuß rumläuft, gespielt bisher, stimmt's? Deswegen, Robin dürfte ein komplett neues Moveset haben, das noch nie zuvor gesehen habe, ich glaube schon. Sunshine haben wir auf jeden Fall vielleicht wieder hier oder so, oder wird mir einfach so erklärt, keine Ahnung. Wir legen auf jeden Fall los und gucken, was hier so abgeht. Crown Prince of Nor, give us Corrin, or we will rain carnage upon you. Do you take me for a fool? Corrin's abductor is clearly hailed from Hoshido. Lying mongrel. What was that? The time for talk is over. Who fired that? This is the day Hoshido meets its end! So be it. They won a battle. Let's give them one. Alles klar, da geht's erstmal ab. Das heißt, muss ich erstmal kurz überlegen, was ich jetzt eigentlich alles dann gleich für Kombinationen machen will. Weil ich habe jetzt sehr, sehr viele Charaktere hier dabei, 8 Stück nämlich. Ich meine, ich hätte sogar die anderen 4, die ich jetzt nicht steuern darf, wie zum Beispiel auch noch, warte mal kurz, wie zum Beispiel auch noch, hier Lissa und Camilla habe ich auch dabei, aber die kann ich ja nicht steuern. Die hätte ich ja auch noch auswechseln können gegen wiederum andere, stimmt's? Ich glaube schon. Vielleicht soll ich sogar so machen, dass ich alle meine 4 steuerbaren Charaktere mit den nicht steuerbaren kombiniere. Das wäre vielleicht sogar ganz gut, weil das Problem bei solchen Schlachten sind nämlich häufig die nicht steuerbaren Charaktere.
Weil die nämlich häufig dann sterben können, weil ich da halt keine Kontrolle über die habe. Wenn die aber immer im Schutze einer Einheit stehen, die ich selber spielen darf, dann wäre das ziemlich gut, behaupte ich mal. Deswegen mache ich das sogar, glaube ich, wirklich so. Ja. Ich muss mal gucken, wo die jetzt dann alle überhaupt rumstehen. Was soll ich dann gleich hinkriegen? Dann werde ich es mal so am besten gleich automatisch machen. Dann wird mal Sakura mal kurz zu Camilla meinetwegen hingehen und sich mal mit ihr kombinieren. So. Kombi als Vorreiter. Ja, will ich jetzt mal kurz schnell so machen. Dann gleich werde ich mal loslegen. Dann Takumi darf ich auch selber steuern. Genau. Er wird mal zu Lissa vielleicht gehen. Meinetwegen. Ja, und sich mit ihr kombinieren. Genau, dann habe ich noch alles hier. Muss mal kurz gucken. Liana habe ich auch noch. Die ist, wo ist die zu finden? Die ist hier, ja. Liana und Robin packe ich mal zusammen, einfach so. So, Liana. Kombi. Genau. Und dann, wer fehlt jetzt noch? Moment. Lissa, Camilla, Liana. Weiß ich jetzt nicht genau. Ist nicht so, dass ich 8 Leute dabei habe? Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber Rowan kann auch alleine bleiben, würde ich sagen. Ah, nee, genau, passt schon. Hier nämlich Elise noch. Die ist halt genau hier, wo ich gerade stehe. Rowan, ja, soll sich mit Elise dann kombinieren. Gut, dann haben wir hier schöne Kombinationen. Aber das kann ich auch selber machen. Ich muss ihn nur finden. Sakura, Liana, nee, wo ist Elise? Lissa? Wo ist Elise? Hier. So, mit Elise. Yay! Okay, dann schöne Kombination hier machen. Alles klar, dann erstmal gucken, was wir jetzt eigentlich hier alles machen. Also das wird auch sehr kompliziert werden, weil ich hier viele Gegner habe. Aber erstmal kann ich mit Rowan hier ein bisschen abgeben und erstmal hier in der Festung die einnehmen, würde ich vorschlagen. Ich bin ja auch im Vorteil, deswegen das dürfte alles passen. Und wir haben eben auch mit ihm schon am Meistersiegel aktiviert, deswegen er dürfte sehr viel Schaden machen. Besetze pro Armee eine Festung. Pro Armee eine Festung, okay. Sehr interessant, alles klar. Werde ich dann gleich tun. Erstmal am besten die hier. Bam, ein schwachen Angriff und schon gehört sie uns. Das geht wirklich sehr schnell, also ja. Bei so einem Meistersiegel merkt man schon einen ziemlich deutlichen Unterschied, wie ich finde. Das ist ganz cool auf jeden Fall. Und Drachenader haben wir auch. Was auch immer die macht, keine Ahnung, wir werden gleich schon was sehen. So, die anderen haben sich schon alle kombiniert. Sehr schön, das ist doch wunderbar, würde ich sagen. Gut, dann wechsle ich mal am besten zu Robin und wir können endlich mal dann ihn noch ein bisschen austesten. Sehr schön, so. Standard-Kombo. Yeah, da kann er gleich abgehen. Einser-Kombo ist das hier. Okay, Feuermagie. Und ich habe da einen Weg rüber, alles klar. Kann ich da am besten mal kurz gleich schnell Rowan befehlen, dass er da hingehen soll. Ja, ich meine, da oben sind auch schon ein paar Gegner, aber das lassen wir mal. Er sollte schon eher hier hingehen, würde ich sagen. Genau, passt schon. Und hier habe ich jetzt eigentlich hier alle drei meiner Einheiten irgendwie schon, ne? Da sollte mal am besten noch einer da links aushelfen. Und zwar mal, der Takumi ist aber auch nicht im Vorteil so wirklich. Ja, nee, dann lass das mal so, weil ich meine, ich habe ja hier Rowan und Rowan ist mein stärkster bisher. Deswegen wird das auch alleine hinkriegen. Schätze ich mal, ich will jetzt erstmal noch weiteren Rowan austesten. Genau. Dann die Zweier-Kombo ist das hier. Windmagie. Yeah! Dann Dreier-Kombo ist das hier. Sehr schön. Donnermagie oder Blitzmagie, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob er auch gerade Thorn gesagt hat oder sowas. Wir noch kurz, Moment. Nochmal Dreier-Kombo. Okay, erstmal Level up. Und dann gleich, Moment. Auf jeden Fall, bei Feuermagie hat er, glaube ich, Arkfeuer gesagt oder sowas. So, Moment, nochmal. Nochmal von vorne. 1, 2, 3. Thorn, genau. Yeah! Sehr schön. Okay, cool. So, und da ist der Kommandant, genau. Und dann habe ich einen Vierer-Kombo auch schon. 1, 2, 3, 4. Habe ich. Yeah! Nämlich Dunkelmagie, cool. Und dann am besten noch gleich mal einen Spezialangriff. Oh, cool. Yeah, Robin kann auf jeden Fall ziemlich abgehen, das gefällt mir. Eine starke Angriffsleiste habe ich auch. Wow, und da mache ich dann irgendeine andere coole Magie. Das wirkt ja fast wie Lichtmagie, was aber irgendwie gar nicht so wirklich gibt. Ich weiß nicht genau, keine Ahnung. Sah auf jeden Fall ganz cool aus. Gut. Und da will ich mal am besten kurz wechseln und dann auch mal kurz hier mit Takumi ein bisschen spielen. Mit einem Bogenschützen. So, das Wasser ist bloß versiegen lassen. Okay, ich würde mal am besten da auch gleich hingehen. Er ist da, ja, ich muss da, nee, okay, er ist da sogar ein Vorteil, weil nämlich fliegende Einheiten sind und er da wunderbar abgehen kann. Das ist doch sehr schön. So, hallo ihr. Standard-Kombo ist das hier. Wow. Wow, ja, da kann er ziemlich ab... Ja, und wir können mega viel Schaden machen. Da kann er ziemlich abgehen auf jeden Fall. Weil er halt nur Fernangriffe hat. Also ja, Bogenschützen sind, glaube ich, ziemlich cool hier, würde ich mal schätzen. Weil nur Fernangriffe, das ist schon ganz cool auf jeden Fall, würde ich behaupten. So, dann Einser-Kombo ist das. So, mit den Lufttiefen ganz normal. Wie sieht die hoshidische Verstärkung, die da unten kommt?
Ja, gehe ich am besten einmal hin. Das sind nämlich auch wieder. Also, die eine ist wieder eine fliegende Einheit, ein Luftritter. Deswegen, das kann Tak mir wunderbar machen. Am besten einmal mit einem Spezialangriff. Wow. Yeah! Okay, auch wieder abgegangen und gleich mal dann sofort gekillt. Das ist doch sehr schön. So, mal kurz die Zweier-Kombo ist das hier. Ja, besiege die norische Verstärkung gibt's auch, ja. Wow, Alter, was macht denn der alles? Nochmal, Zweier-Kombo. Ne, das war jetzt die Dreier-Kombo. Nochmal. Eins, zwei. Ne, das ist die Zweier-Kombo, wo er so Pfeile regnen lässt. Und das war, glaube ich, gerade eben die Dreier-Kombo. Genau das hier, wo sie in den Boden reinschießen und dann so ein Wirbelsturm erzeugt oder sowas. Ziemlich cool auf jeden Fall. Noch ein Spezialangriff, würde ich sagen. Und das hilft auch. Okay, er kann anscheinend seinen Bogen auch als Schwert benutzen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er übertreibt ein bisschen, der gute Takumi. Warum denn nicht? Und Level 18 für Lissa. So, aber dann wechsle ich am besten mal wieder zu den anderen. Sander ist schon im Bedrängnis. Ich meine, wie ist denn das eigentlich, wenn jetzt Sander oder Ryoma sterben? Okay, ich muss tatsächlich schaffen, dass keiner von ihnen stirbt. Wo sind die eigentlich genau? Hier unten? Ja. Und die kämpfen da gegeneinander, die beiden. Aha. Und ich muss also schnell zu ihnen kommen und sie davon abhalten, weiterhin gegeneinander zu kämpfen. Alles klar, also ich habe hier tatsächlich auch wieder Zeitdruck in der Mission. Okay. Dann sollte ich auch nicht so viel Zeit hier verschwenden. Aber ich meine, in die Festung komme ich ja noch gar nicht rein. Ich glaube, ich muss sogar den linken Weg hier so ein bisschen entlang gehen. Weil ich da anders gar nicht weiterkommen kann. Deswegen, ich soll mal am besten noch eine weitere Einheit auch nach links schicken. Vielleicht mal... Ja, Sakura ist da überall so ein bisschen im Nachteil. Obwohl sie aber hier da anscheinend Gegner sehr effektiv treffen kann. Ich meine, sie hat ja auch einen Bogen. Das sind anscheinend schon auch fliegende Einheiten. Deswegen wäre es vielleicht nicht so schlecht, dass ich dann doch mal sogar Sakura hier nach links schicke. Dass ich auf beiden Seiten einen Bogenschützen habe. Ist ja, glaube ich, ganz gut. Und dass ich dann hier mal gegen den Wimmernritter kämpfen darf. Genau. Und Takumi und Robin bleiben mal hier auf der rechten Seite, würde ich sagen. Und bleiben mal hier noch ein bisschen einfach stehen. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier irgendwas Sinnvolles machen können. Ich kann mal kurz Takumi dann auch hier hinschicken. Und den auch besiegen lassen. Aber dann wechsle ich am besten wieder zu Rowan. Und er darf jetzt hier ein bisschen was anstellen. Komme ich denn jetzt schon in diese eine Festung dann da hier irgendwie rein? Ist da ein Torwächter vielleicht oder so? Das wäre ganz cool. Genau, okay, alles klar. Dann werde ich kurz den besiegen. Dass ich dann da auf jeden Fall gleich rein darf. So, und ich bin nicht im Waffenvorteil gegen den. Ich bin neutral gegen ihn, weil er auch ein Schwert hat. Aber trotzdem mache ich sehr viel Schaden. Also ja, wir sehen, wie gesagt, so eine erfahrene Klasse ist schon echt cool. Bam. Okay, und ich habe sogar schon zwei Spezialangriffsleisten, deswegen wir lernen mal kurz eine von denen. Yeah! So, und dann gleich die zweite hinterher. Warum denn nicht? Dürfte auch schon ausreichen, glaube ich. Und kabam. Und die Festung gehört uns. Sehr schön. So, dann werde ich mal weiter nach vorne dringen, würde ich sagen. Weil da kommt ja jetzt dann doch schon Ryoma und Sander schon relativ nah, was ja auch gut ist, weil ich soll ja auch nah zu denen hinkommen, um sie dann von ihrem Wahn abzuhalten. So, ich kann auch dann gleich Erweckung vielleicht einsetzen, wenn ich will. Besiege den Schützen an der Sandbank-Feste wie? Da in der Mitte. Ne, ich wollte es eigentlich gar nicht wechseln übrigens. Ja, das könnte ich mal kurz machen. Ich muss mal kurz gucken. Also Sakura ist hier noch. Und sie kann ja noch eine weitere fliegende Einheit killen. Ja, genau. Ah, stimmt. Ich habe noch gar nicht dran gedacht, die Hoshidische Verstärkung zu. Oder ist es die norische? Ich weiß gar nicht genau, ob jetzt gelb Nor oder Hoshide. Warte mal kurz. Sander ist gelb. Na genau, also rot sind die Hoshidos und gelb sind die Noah-Typen. Deswegen, das ist die norische Verstärkung. Das sollte dann, glaube ich, doch eher auch mal hier schnell Sakura machen. Vor allem den hier, weil das auch ein Luftritter ist. Oder ein Wimmernritter halt, genau. Und Robin kann sich da mal kurz um den hier kümmern, würde ich sagen. Um den Kavalier. Genau, Takumi bleibt mal hier rechts noch. Was ist eigentlich hier für einer? Hier blinkt auch irgendwie einer. Weil das ein Schütze... Ah ja, genau, schon, was der Schütze ist, den ich auch besiegen soll. Das kann mal... ja, auch Takumi dann einfach mal. Da habe ich halt Schütze gegen Schütze. Ich bin noch nicht im Vorteil, aber da ist wenigstens auch keine fliegende Einheit dran. Deswegen, das kann dann Takumi schon erledigen, würde ich mal behaupten. Deswegen, Takumi geht dann mal hier zum Schützen hin. Genau, und Robin wird einfach weiter nach vorne dringen. Würde ich vorschlagen. Obwohl das vielleicht nicht so klug ist, weil ich meine, ich sollte schon auf der rechten Seite wahrscheinlich auch ein bisschen was anfangen. Wenn ich halt nur auf der linken Seite durchstoße, bringt mir das vielleicht nichts. Weil der hier ist ja bestimmt auch ein Torwächter, oder? Ja, genau, steht ja sogar dran, der ist auch ein Torwächter. Und ich sollte mich schon auch um den killen. Ne, dann machen wir es anders. Dann machen wir es doch so, dass Robin dann sich nicht um den kümmert, sondern stattdessen Robin dann hier hingeht und den Torwächter killt. Und den anderen Verstärkungstypen, den lasse ich erstmal. Da kann sich dann auch vielleicht gleich noch Sakura drum kümmern oder sowas. Aber ich lasse den erstmal.
Und Robin wird dann mal, oder nicht Robin, sondern Rowan wird dann mal hier ein bisschen weiter nach vorne noch gehen. Und gucken, was er hier noch so anstellen kann. Kann ich hier noch irgendwas Tolles machen? Kann ich schon zum gegnerischen Hauptquartier zum Beispiel hin? Noch nicht wirklich, ne? Da muss ich erst noch irgendwas anderes machen. Ja, okay, anscheinend muss ich ja die nordische Verstärkung sogar wirklich besiegen. Das ist ein Hauptziel, die sogar zu besiegen. Deswegen, das sollte ich sogar vorrangig machen. Deswegen mache ich das mal schnell. Und zwar noch mit Takumi eben, genau. Also Takumi wird sich um den einen kümmern. Genau, und alles da. Der andere wurde schon gerade besiegt von Sakura, sehr schön. Und Takumi wird dann mal kurz den anderen killen, wenn ich in die Festung irgendwie reinkomme. Hier. So. Okay, nämlich den Kavalier hier, genau. So, und der Schütze wurde auch schon. Oder wurde der Schütze schon besiegt gerade eben? Ne, das kann gar nicht sein. Ich habe da niemanden hingeschickt, oder? Aber ich weiß nicht mehr, wo der jetzt ist. Warte mal kurz. Ist er jetzt noch da? Ne, der ist weg. Warte mal kurz. Das habe ich jetzt gerade irgendwie falsch gelesen oder so. Ist der Schütze wirklich? Ah ne, genau. Er rückt nämlich vor. Ich dachte mir schon. Wenn der jetzt weg wäre, das wäre komisch. Aber er ist schon noch da. Alles klar. Der ist nämlich ziemlich einfach genau bei mir. Da ist er nämlich genau. Aber ich habe ja keine fliegende Einheit hier. Deswegen, das passt alles. Okay. Kann auf jeden Fall weiterhin auf den Kavalier draufboxen, würde ich vorschlagen. Am besten mit einer Dreier-Kombo. 1, 2, 3. Jetzt ist Anna auch da. Okay. Und seine Schwachpunktanzeige wird übrigens nicht sichtbar, weil das ist anscheinend nicht bei jeder Dreier-Kombo, aber halt bei vielen Dreier-Kombos ist es so, dass die Schwachpunktanzeige sichtbar werden kann, aber, oder vielleicht kann ich auch vom Kavalier im Allgemeinen die Schwachpunktanzeige mir nicht anzeigen lassen oder so. Ich weiß nicht genau, keine Ahnung. Am besten mal kurz ein Spezialangriff. Yeah! Und Level Up! So, ich muss auch dann gleich mal gucken, wo jetzt Anna aufgetaucht ist. Also ihr merkt schon, ist wieder alles relativ stressig, aber kriegen wir schon hin. Seine Magie ist übrigens ziemlich witzig. Aber er braucht ja auch keine Magie als Bogenschütze, das passt schon. So, wo ist Anna? Ah, einfach hier in der Nähe. Den hol ich mir am besten direkt sofort, würde ich sagen. So, das ist wirklich wunderbar. Wunderbares Timing und ein wunderbarer Ort zum Auftauchen. Hallo. Gut. So, ein bisschen hier ein blauer Trank auch noch. Nur ein kleiner, aber trotzdem ich gerne mit. So. Jetzt ist hier noch der Bogenschütze. Kann man dann auch noch kurz hier schnell killen, würde ich sagen. Auch mit Takumi kurz. So. Und schön draufboxen. Bam! Sehr schön. Alles klar. Am besten gleich mal zu Bogen kommen lassen, den armen Schützen. So, immer schön weiter draufhauen. So ein bisschen Pfeilregen hier. Sehr schön. Das sieht auf jeden Fall alles ziemlich cool aus, wie er angreift, wie ich finde. Yeah! Vierer-Kopf hat er noch nicht, oder? Ne, ich glaube nicht. Okay. Gut, haben wir den auch besiegt. Alles klar. Jetzt muss ich dann gleich gucken, was ich jetzt als nächstes machen will. Am besten erstmal mit Robin kurz. Die eine Festung jetzt einnehmen, wo er gerade drin ist, genau. Alles war einfach. Okay, er hat schon gute Vorarbeit geleistet. Und ich brauche nur noch einen Schlag. So. Und jetzt sind dann Robin und Rowan schon ziemlich weit vorgedrungen. Und jetzt dann gleich müsste irgendwas passieren eigentlich. Weil ich komme jetzt noch nicht wirklich weiter, weil Xander und Ryoma kämpfen immer noch gegeneinander und ich kann nicht wirklich zu ihnen hinkommen. Deswegen jetzt dann gleich muss eigentlich dann irgendwas passieren, nachdem ich jetzt die nächste Hauptmission abgeschlossen habe. Dass ich eben die Verstärkung besiegt habe. Jetzt müsste sich dann gleich das irgendwie öffnen oder sowas. Dass ich weiter vordringen kann. Mal gucken. Aber währenddessen kann ich ja noch ein paar weitere Kills hier sammeln. Würde ich vorschlagen. So, genau. Es kommen noch die restlichen Anzeigen, dass wir noch alle möglichen Gegner gekillt haben. Genau. Xander ist aber schon in Gefahr. Ich muss ein bisschen aufpassen. Also Xander ist anscheinend schwächer als Ryoma, weil, ich meine, er hat auch schon viel Schaden genommen, aber Xander ist schon in Gefahr, das ist schlecht. Achso, ah ne, okay, jetzt sehe ich das gerade. Ich muss jetzt, glaube ich, nochmal außen rumlaufen, weil... Ah ne, nicht unbedingt. Ich dachte jetzt, das wäre ein Torwächter. Ist das hier ein Torwächter, der rechte? Ne, auch keiner. Ne, ist es tatsächlich so. Ich habe aktuell noch keine Möglichkeit, zu denen hinzukommen, oder? Ich glaube nicht. Das ist ein bisschen blöd auf jeden Fall. Kann ich mir eigentlich die Leben von Xander irgendwie anzeigen lassen? Liste? Genau hier. Ja, es geht noch. Aber so lang wird er nicht mehr durchhalten. Ein bisschen aber schon noch. Also es muss halt jetzt dann gleich irgendwas Neues passieren. Ich weiß mal noch nicht genau was, aber irgendwas Neues muss dann gleich eigentlich passieren. Ansonsten hätte ich ein Problem. Ja, die ganzen Anzeigen sind mir jetzt ziemlich egal. Ich will jetzt ganz gerne lieber wissen, was hier jetzt dann gleich los ist alles. Und wie ich zu Xander und auch zu Ryoma hinkommen kann, um die zu beruhigen. Aber erstmal Level Up für Robin. So, wenn wir jetzt wirklich das noch verlieren sollten, das wäre echt ziemlich bitter. Deswegen, ich hoffe mal, dass die jetzt ein bisschen chillen. Und dass jetzt Xander mir nicht so schnell abkratzt. Ich setze schnell eine Festung von Hoshidos Truppen. Ach, die da oben muss ich auch noch einnehmen. Ach so. Okay, und dann habe ich sie. Okay, dann werde ich kurz am besten zu Takumi wechseln. Und dann mache ich das mit ihm gemeinsam. So. Okay, ich muss noch die einnehmen. Und, ja, steht da auch rechts oben, dass ich alle Festungen besetzen muss. Alles klar. Und dann sollte aber irgendwas passieren, hoffe ich mal. So, schnell ein Spezialangriff. Gut, ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu langsam war und dass wir das noch hinkriegen werden, bevor Xander stirbt. Das ist auch schon wieder relativ knapp, wie ich finde. Aber wir können das noch schaffen. Aber könnte auch schwierig werden eben. Mal gucken. So. Besetze schnell. Ja, ich beeil mich. Ich weiß ja, ich beeil mich schon. Und ich hoffe, dass dann eben danach sich dann
die Hauptquartiere öffnen werden, dass ich dann auch wirklich zu Sander hinkommen kann. So, Level Up für Elise. Wo ist sie eigentlich? Die ist bei wem dabei? Die ist bei Rowan dabei. Anscheinend. Alles klar. Und Rowan hat auch ein bisschen was gemacht. Deswegen hat es für ein Level Up für sie gereicht. So. Okay. Noch weiter draufhauen. Und stirb bitte. Stirb halt jetzt. Okay. So, jetzt können wir. Okay, jetzt sind sie ja. Jetzt kann ich reingehen. Das macht am besten Rowan, würde ich sagen, weil er am besten ist und am stärksten. So. Wir setzen die beide. Okay, ich muss beide noch einnehmen. Oh Gott. Ich habe immer noch einiges zu tun, ne? So. Ja. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, sind die jetzt wirklich offen eigentlich? Ne, immer noch nicht, ne? Muss ich immer noch außenrum jetzt gehen oder wie? Oder wie komme ich da jetzt rein? Ja, Verstärkung ist schön, aber wie komme ich da jetzt rein? Ich setze die Hauptquartiere. Ja, toll. Brücke ist offen. Ist es wirklich so, dass ich jetzt immer nach außen rumgehen muss? Aber ich meine, hier komme ich auch nicht durch. Wie komme ich denn da jetzt überhaupt hin? Ich meine, hier auf der rechten Seite komme ich hin, wenn ich nämlich hier außen rumgehe. Weil das ist nämlich ein Torwächter, oder? Genau. Aber ich habe immer noch ein bisschen viel zu tun. Weil ich muss jetzt noch hier den Torwächter killen, dann das Hauptquartier einnehmen und selbiges auf der linken Seite und erst dann komme ich zu den beiden hin. Das ist stressig. Die Mission, das ist sehr stressig. Und was mir auch noch auffällt, ich habe ja auch noch zwei Truhen, die ich noch öffnen will. Nämlich einmal hier links oben und einmal rechts unten. Und ich weiß nicht, ob die Mission schon endet, wenn ich zu den beiden hinkomme. Besetze die Hauptquartiere, habe ich gerade. Besetze alle Festungen. Ja, weil wenn die Mission dann nämlich schon endet, dann kriege ich die Truhen nicht mehr. Puh, das ist sehr, sehr stressig alles, wie ich finde. Das ist sehr, sehr stressig. Ich muss mal jetzt gucken, warum ist eigentlich jetzt Robin wieder nach oben gegangen? Der soll schon hier nach unten gehen. Und dann noch weiterhin Sachen anstellen. Oder eher Sakura vielleicht? Ja, Sakura kann die ganzen Luftgegner hier leicht rausnehmen. Deswegen, ja, das soll ich am besten mit Sakura gemeinsam machen. Dass dann jetzt Sakura hier nach unten geht. Und dann ist erstmal den Torwächter da versucht zu besiegen. Ja. Gott, ey. Ich kann mal kurz Robin mal schnell befehlen, sich den Schlüssel zu holen. Dann kann ich das hier eigentlich, ihm eigentlich direkt sagen. Den hat der Edelritter, oder? Schätze ich mal. Ja, macht dann einfach mal, genau. Und Robin kann sich auch mal kurz den Schlüssel schnell holen, während ich warten muss. Okay, und ich spiele jetzt als Sakura. Ja, und sie soll nach unten gehen. Und dort weiter, nach unten sag ich. Und dort weiter vorstoßen. Um dann den Torwächter zu besiegen. Und dann das Hauptquartier einnehmen zu können. Aber es wird sehr stressig werden, wie gesagt. So, aber auf dem Weg sind noch einige fliegende Einheiten, die sie dann sehr, sehr leicht besiegen kann. Das dürfte kein Problem für sie werden. So, genau, das kann sie ganz leicht machen. So, obwohl ich jetzt eigentlich nicht wirklich Zeit verschwenden darf. Weil ich meine, das dauert ja überhaupt nicht lange. Ich brauche nur 5 Schüsse für die und dann sterben die schon. Deswegen, das dürfte jetzt schon noch passen. Aber wie gesagt, ja, den besiege ich nicht. Wie gesagt, Sander ist kurz vorm Sterben. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir es noch schaffen können, ehrlich gesagt. Ist er auf der linken Seite jetzt eigentlich auch frei? Da ist jetzt auch frei, okay. Dann lasse ich jetzt den Schlüssel dann doch erstmal. Ich meine, ich habe auch noch Takumi. Dann kann man Takumi vielleicht mal kurz zum Schlüssel hingehen und sich den auch rechtzeitig holen oder auch nicht. Ja. Und Rowan wird dann. Ja, er ist im Nachteil leider. Gegen den Torwächter hier mit einer Lanze. Aber Robin ist halt leider auf der rechten Seite. Soll ich jetzt Robin noch rüberschicken? Robin soll sich ja gerade den Schlüssel holen. Puh. Leute, ihr merkt, das ist sehr kompliziert alles. Ich werde es auf jeden Fall schon mal ihn da hinschicken und er darf schon mal ein bisschen angreifen. Aber ich sollte schon Robin nach links wahrscheinlich eher schicken, weil er da eher gebraucht. Was ist hier für einer? Das ist hier so eine ganz normale Einheit. Mit dem Schwert eben. Ja, dann schicke ich doch Robin halt hier hin, dass der ein bisschen dann aushelfen kann. Und ich spiele selber jetzt noch als Sakura. Und Takumi holt sich dann den Schlüssel oder so. Ist aber wie gesagt alles sehr, sehr stressig, ich finde. Okay. So. Ich hoffe wirklich, dass Sander noch ein bisschen durchhält, weil ein bisschen was müssen wir noch machen. Eieiei. Sander will sicher Verstärkung rufen. Ja, okay. So. Du stirbst bitte. Oh, 2 Schüsse und das war schon. Okay. Wir sehen den Kavalier. Ja, da habe ich jetzt definitiv keine Zeitspiel. Das Einzige, was ich machen könnte, ich meine, die Schlüssel sind jetzt nicht so wichtig erstmal, weil ich auch hoffen kann, dass die Mission nicht endet, wenn ich zu den beiden hinkomme. Warte mal kurz, wie geht's? Ich muss mal kurz gucken, wie geht's? Hier ist Sander. Ja, noch so irgendwie. Ach schon. Dann will ich mal doch es anders machen und dann doch Takumi mal schnell zu den Typen hinschicken, dass dann doch keine Verstärkung kommt. Weil es dann doch wichtiger ist als der Schlüssel. Würde ich behaupten. Ich kann aber da noch gar nicht hingehen zu dem, oder? Nee, kann ich, okay, weil der ist noch da oben. Und ich muss noch kurz warten, aber dann gleich werde ich ihn da hinschicken. So. Jetzt auf jeden Fall gegen den Torwächter, wo ich leider auch so halbwegs im Nachteil bin, aber trotzdem können wir sehen, dass Sakura ziemlich viel Schaden macht sogar. Deswegen, das dürfen wir auch relativ schnell hinbekommen. Ich mache am besten auch einen Spezialangriff. Puh, aber ja, das wird jetzt noch, wie gesagt, sehr, sehr eng werden. Also es ist auch keine einfache Mission auf jeden Fall.
Wow, auch ein cooler Spezialangriff. Okay, wir dürfen durch. Dann auch gleich schnell das einnehmen. Und hier bin ich auch wieder leicht im Nachteil, weil, weil die alle eine ganz gute physische Verteidigung haben, die Gegner. Aber trotzdem sollten wir es hoffentlich ganz gut hinkriegen. So, okay. Blöd ist auch wieder, dass der sich ja wieder in der Festung heilen kann. Deswegen, die sollten wieder aus seiner Festung eigentlich rausboxen, den Kommandanten hier. Ja, ich mach den nämlich gar keinen Schaden so ungefähr. Das ist nicht gut, ehrlich gesagt. Das ist sogar gar nicht gut. Ich brauche am besten mal kurz die Hilfe von Camilla vielleicht. Da jetzt mal am besten kurz rausboxen. Okay. Neben ist nur 4 geschlagen. Ah ja, okay, das hab ich jetzt vergessen, weil da jetzt dann zu viel los war. Aber wenn er jetzt verstärken kommt, ist mir jetzt ziemlich egal. Weil ich muss ja jetzt erstmal dann zu Sander und zu Ryoma hin, dass die noch irgendwie überleben werden. Vor allem Sander. Uiuiui. Und ich will noch weiterhin hier auf der Seite bleiben, weil auf der linken Seite haben es Rowan und Robin ein bisschen leichter, habe ich den Eindruck, weil hier ist halt nur Sakura und sie ist auch noch ein bisschen im Klassennachteil, deswegen ich sollte schon hier bleiben und ihr jetzt ein bisschen aushelfen oder halt mit ihr spielen, damit es schneller geht. So, Camilla greift wieder an, sehr schön, und wieder dann gleich einen schwachen Angriff. Sehr schön. Und bam. Okay, also Arc fällt ja nicht mehr aus, gleich können wir ihn dann besiegen. Puh. Aber ja, wie gesagt, hier in der Mission war jetzt auch wieder sehr, sehr viel los. Und es ist, oder es ist immer noch sehr viel los auf jeden Fall. Und es hört nicht ganz auf mit den Sachen, die hier passieren. Also schon wieder mal sehr, sehr stressig das Ganze. So, wir setzen schnell. Ja, ist mir jetzt ziemlich egal, spielt. Ich will jetzt erstmal zu Sander hin. So, noch ein bisschen drauf und gleich wieder sterben. Machen ein Dreier-Kombo. Und stirb, okay. So, dann gleich wechseln. Und am besten zu Robin. Ja, Robin passt. Robin will ich. Robin, okay. Und dann hier Spezialangriff. Okay, da können wir jetzt Milliardenpilz machen. Wow. Wow, das war ein heftiger Angriff. So, Level Up. Für Lyanna. Ja. Ich will mal kurz nachgucken, wie Sander so geht. Nochmal Liste. Schnell. Ja, er hält nicht mehr lange durch. Wir müssen uns jetzt echt beeilen. Oder ich weiß nicht, komme ich auf der rechten Seite eigentlich schon hin? Nee, ich muss schon beide Hauptquartiere einnehmen. Und erst dann komme ich zu denen irgendwie hin. Okay, dann schnell einnehmen hier. Das macht am besten Rowan, weil er schon halt auch eine erfahrene Klasse hat. Deswegen dürfte ich hier relativ gut abgehen können, auch wenn Robin einen Klassenvorteil hat. Ich glaube trotzdem, dass Rowan ein bisschen schneller ist als Robin. Bam! Okay. Noch ein Level Up für irgendwen, für Rowan selber, genau. So, und dann, ich mache am besten noch Erweckung, würde ich sagen. Ja, damit es noch ein bisschen schneller geht. Weil ich habe jetzt halt echt keine Zeit mehr. So, schön draufhauen. Und am besten dann mal einen schwachen Angriff machen. Ja. Und draufhauen. Und nimm das. Kann erstmal sterben, bitte. Der ist doch schon fast tot. Komm jetzt. Noch ein Dreier-Kombo. Und stirb. So, komm jetzt mal bitte zu denen hin irgendwie. Ich meine, hier führt er aber gar keinen Weg hin zu denen. Das heißt, ja, habe ich doch jetzt. Ja, ich habe beide eingenommen. Aber ich habe noch nicht gewonnen. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was ich jetzt noch tun soll. Ich muss jetzt erstmal warten, was jetzt ansonsten mir das Spiel dann gleich noch verrät. Was ich jetzt noch tun kann, weil es führt ja tatsächlich keinen Weg zu den beiden hin. Das ist jetzt irgendwie ärgerlich. Okay. Mal kurz überlegen, was kann ich denn jetzt noch machen? Die Schlüssel kann ich mir noch holen. Ja, und das macht man am besten. Das mache ich dann mit Rowan selber. Würde ich sagen. Ich kann schon mal hier Sakura in die Nähe von der Truhe begeben. Ja. Genau. Und hier auf der rechten Seite habe ich jetzt gar keinen mehr, oder wie? Sind jetzt alle hier nach unten gelaufen? Sind sie ja. Ne, dann lass mal kurz Takumi mal hier auf die rechte Seite wieder laufen. Auch zum Schlüssel hin. Ja. Hier in die Festung einfach rein. Okay. Und ich bleib mal jetzt hier noch bei Rowan dann. Muss mal gucken, was ich jetzt noch gleich noch machen kann. So. Hört jetzt bitte auf zu kämpfen, ihr zwei. Kabam! So, hatte der den Schlüssel, der eine Typ? Ja, okay, ich hab ihn. Dann Sakura darf die Truhe öffnen. Ja. Erobere die übrigen Festungen. Haben die jetzt aufgehört zu kämpfen, wenigstens, die beiden? Immer noch nicht. Ich muss immer noch die beiden übrigen Festungen einnehmen. Erst dann hören die auf. Mann, ey, das kann nicht wahr sein. Okay. Ich meine, das könnte ich jetzt schon noch hinkriegen, aber halt zusätzlich auch noch die Truhen zu öffnen, das schaffe ich nicht mehr. Also ich werde die Truhen dann übrig lassen müssen. Ich meine, das ist nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Weil es gab ja hier in der Mission auch kein Meistersiegel. Deswegen, es kann in den Truhen eigentlich nichts Wichtiges sein, was man jetzt verpassen könnte für 100% oder sowas. Deswegen, das wäre nicht so schlimm, aber toll ist natürlich trotzdem nicht. Das ist schon richtig. Weil Takumi wird dann nicht mehr rechtzeitig hinkommen, um noch den Schlüssel sich zu holen und dann auch die Truhe zu öffnen. Das schafft er nicht mehr. Er ist halt
ärgerlich jetzt, aber muss jetzt damit leben. Okay, dann werde ich mal am besten alle meine Einheiten, die ich noch habe, hier nach oben schicken. Robin geht mal hier hin. Und Robin geht dann hier hin. Ja, ich will aber trotzdem noch ganz, ich meine, so viel Zeit werde ich ja wohl noch haben. Ich will schon noch trotzdem die Truhe öffnen. Wo sind die jetzt? Hier irgendwo müsste sie sein. Ist sie da oben? Warte mal kurz. Ja, da komme ich ja gar nicht hin. Irgendwie sind gerade hier zu. Ich kann mal kurz ranzoomen. Ach, da ist die. Ich muss hier oben. Och, Mann, ey. Ich muss da oben rum hinlaufen, dein Ernst? Ich habe doch keine Zeit mehr, Leute. Ich habe doch keine Zeit mehr. Ne, dann schicke ich mal Roven dahin. Okay, das ist ganz cool. Wenn ich ranzoome, kann ich auch wirklich ihn dann einzelne Felder hinschicken. Zum Beispiel dann eben hier hin. Ja, okay. Und dann wirst du jetzt erstmal du versuchen, die Festung noch schnell einzunehmen. Weil ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe jetzt nämlich doch ein bisschen Angst, weil Xander ja nicht mehr so ganz viele KP hat, wie wir sehen konnten. Und wenn der stirbt, muss ich halt die ganze Mission nochmal neu machen. Und da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Und lieber verzichte ich auf die Truhen, wo wahrscheinlich eh nichts Wichtiges drin ist, als dass ich die Mission nochmal neu spielen muss. So. Aber ihr merkt schon, ich bin schon wieder voll aus der Puste, weil das hier echt anstrengend ist. So, die gehört uns, ja. Und die letzte ist noch die da, die uns noch fehlt. So. Am besten mal kurz, Camilla, ich brauche deine Hilfe. Sehr schön. Dann gleich wieder hier einen Angriff machen. So. Schaffe ich den Schwachen abzuziehen? Nicht ganz, glaube ich. Ja doch, vielleicht schon. Ich will es mal ganz kurz wechseln dann schnell. Mir ganz schnell die Truhe holen. Ich will noch kurz gucken, habe ich noch genügend Zeit dafür? Es ist so stressig alles. Wie geht's denn da? Moment. Ja, es geht noch so irgendwie. Also ich habe, glaube ich, noch Zeit, mir die Truhe noch schnell zu holen. Hoffe ich zumindest mal. Dass ich noch wenigstens sehen kann, was ich hier drin finden kann. So, da finde ich. Nämlich, was ist das? Medizin. Ja, okay. Ich meine Medizin. Also weitere Heilmittel sind eigentlich schon wichtig. Ehrlich gesagt. Aber ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ich habe keine Zeit mehr. Definitiv nicht. Das Einzige, was ich halt noch machen könnte, ist, dass ich immer wieder jetzt alle 10 Sekunden ins Menü gucke. Und schaue, ob Xander am Sterben ist. Und dass ich halt dann die Mission rechtzeitig beende. Das ist das Einzige, was ich noch machen könnte. Weil ich meine, der Kommandant hat ja jetzt eh nicht mehr viele Leben hier. Ja, es geht. Aber da kann ich dann relativ schnell auf jeden Fall kalt machen. Vor allem, wenn ich auch Robin dahin schicke. Ich werde mal kurz einfach alle Leute dahin schicken, die ich jetzt noch habe ansonsten. Hier, Robin geht dahin. Und Sakura geht da auch hin. So. Und ich werde mal doch dann noch, weil ich das noch ganz gerne schaffen will, auch wenn es super riskant ist, ich will jetzt noch mit mir mit Takumi dann die Truhe holen. Das könnte jetzt ein Riesenfehler sein. Aber ich werde es jetzt mal noch versuchen. Ich werde es dann aber leider alle 10 Sekunden oder sowas immer ins Menü gucken müssen, ob mir Xander nicht wegstirbt. Weil das wäre halt nämlich sehr ärgerlich. Aber ich will es mal. Ach, die da oben fehlt mir jetzt übrigens auch noch, sehe ich gerade. Okay, dann schicke ich da kurz Sakura hin, weil da sind nämlich Lufteinheiten. Und das dürfte dann Sakura ziemlich gut schaffen, noch. Ja. Hier einfach in die Festung halt rein. Ja. So, wieder mal gucken. Wie geht's? Nee, Moment. Nee, ich will. Nochmal, ich will hier. So. Ja, aber irgendwie, Xander verliert keine weiteren KP mehr. Also eigentlich geht's noch. Vielleicht. Nee, ich will Takumi haben. Vielleicht geht's noch. So ein bisschen zumindest. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß nicht genau. So. Aber übrigens, ich habe den Schlüssel schon, weil der jetzt gerade automatisch besiegt wurde, der Gegner hier. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich kann mir die Truhe holen und das ist ja ganz gut. Würde ich vorschlagen, da ganz hinten in der Ecke ist sie. So. Nehme ich hier. So, gleich öffnen. Und da kriegen wir noch einen neuen Stab. Ja, aber nämlich schon wichtig, finde ich. So, rein schnell noch die Festungen einnehmen. Auf jeden Fall. Werden wir jetzt noch mal kurz gucken. Werden wir jetzt hoffentlich noch schaffen. Nee, ich will. Ich verdrücke mich da irgendwie immer. Ich will mir hier die Liste anzeigen lassen. Und dann wechseln, genau. Ja, ich glaube, er dürfte noch durchhalten. Ich glaube, wir sollten es noch schaffen. Dann haben wir auch die Mission dann komplett abgeschlossen und haben hier alles hinkriegen können, was es hier zu tun gibt. Auch wenn es sehr, 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 sehr stressig war und ich nicht ganz dachte, dass wir es schaffen würden zwischendrin, aber doch, wir haben es jetzt dann, glaube ich, gleich geschafft. So, nur kurz den schnell killen. Und dann die anderen beiden, Robin und Roven, machen ja schon gute Arbeit in der anderen Festung. Und das dürfen wir jetzt noch hoffentlich dann gleich rechtzeitig hinbekommen. Auch wenn er noch ein bisschen was aushält. Aber ich mache noch einen Spezialangriff und dann dürfte er sterben. So, dann. Und wir haben es geschafft. Gut. Uiuiui, weil die anderen haben es nämlich von selber geschafft, die Festung einzunehmen. Robin und Robin, genau. Gut. Uiuiuiuiuiui. Okay. Puh, hat jetzt auch ziemlich lange gedauert, die Mission. Aber wir können wirklich davon uns behaupten, dass wir alles geschafft haben. Wir haben sogar noch alle Truhen mitgenommen. Enders Andenken haben wir natürlich auch. Und wir haben niemanden verloren. Obwohl es nicht danach aussah, ehrlich gesagt. Aber ich bin sehr froh drum.
that hurt. Ja doch, eigentlich ja 2000, 3000 Leute, aber was soll's. So, dann wieder viel Zeug für uns. Erstmal eine Menge Geld. Und der Held war Takumi. I was the strongest? I knew it. Aber es reicht, glaube ich, nicht für Level 19. Nee, weiß nicht. Okay. So, wir kriegen einen Stahlbogen dann schon. Kann ich da vielleicht schon einen von den beiden geben? Mal gucken. Und auch ein Stahlbuch. Mhm. Dann noch Eisenbuch, Eisenaxt und anderes Gedöns. Mixtur und Pflege auch. Stellt eine Menge KP bei den Nachbarn und Verbündeten wieder her. Sehr schön. Genau. So, und dann noch weitere Materialien. Und ein neues Bildchen. Gut. Huiuiui. Aber dann würde ich erstmal sagen, Leute, was dann hier für diesen sehr, sehr actiongeladenen Part von Fire Emblem Warriors. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Kapitel 13, Corrin's Schicksal, wo wir dann endlich auch mal Corrin noch treffen werden. Wurde jetzt schon lange immer von ihr geredet, aber dürfen dann auf jeden Fall auch noch bald sie dann auch sehen und dann vielleicht auch schon bald mit ihr spielen. Wäre auch ziemlich cool. Mal gucken, was uns dann hier noch so alles erwarten würden, ob das 13. Kapitel genauso stressig werden wird wie dann das hier. Ich meine, wir haben es geschafft, wie gesagt, bin ich auch sehr stolz drauf, aber es war sehr knapp. Mal gucken, ob wir dann das auch hinkriegen werden, ob es auch ähnlich knapp wird oder vielleicht ein bisschen leichter mal das Kapitel, werden wir dann schon noch sehen. Okay, auf jeden Fall würde ich mich dann noch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.